Verdammt, ich will wissen, was da los ist. Ganz wie du willst. Clinton, das war's denn für dich. Oder auch nicht. Hä? Ah nee, scheiße. Clinton war doch gerade auf meiner Seite. Oh, scheiße. Müssen wir mal neu laden. Was war denn hier gerade los, ey? Ich weiß gar nicht, wer da zu den Guten gehört und wer da Bösewicht ist. Und er ist auf alle Fälle ein Bösewicht. Entschuldigung. Los, schieß ihn in Arsch oder was das ist. Ins Bein. Doch alle am Leben. Alle können hier nicht am Leben sein, glaube ich. Hilf mir, Kotzbus! So, jetzt reicht's aber, sagt er. Scharfschützengewehr. Wo ist denn dieser Clinton? Ist er jetzt tot? Nicht, dass ich, das nochmal laden muss. Ne, hier ist er. Clinton. Ja? Ja, keine Ahnung, ich hab dir gerade das Leben gerettet. Was? Was? Ich hab ihm gerade das Leben gerettet und er sagt nicht mal, hey, danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Ja? Ist ja auch komisch. Wer ist denn dieser Gunnar? Gunnar-Rekrut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches getan. Was soll ich denn jetzt? Genau. Warte mal kurz die neue Rüstung überprüfen. Gunnar Flanellhemd, Harnisch, Wachbekleidung, Lederrüstung. Schmutziger Armeehelm. Plus 10. Laserpistole. Meine hat 27, die Laserpistole hat 24. Ja. Warum verliert er immer so viel Energie? Habe ich so eine schlechte Rüstung? Na gut. Auf nach Diamond City! Irgendwann komme ich da schon an.
schon wieder ein neues Symbol auf dem Radar. Oh nein. Was ist denn das für ein Geräusch? Das hört sich an, als wenn irgendwas explodiert. Jetzt wird's weh. Hä? Die haben sich verzogen, was? Naja. So nicht. Einer steht da noch. Oh, gegen den Baum. Nein. Daumen alle weg, na toll. Oh nein, ich hätte noch einen. Hier bin ich noch. Dieses Mal nicht. Es geht nur ums Überleben. Das ist mein Mittagessen. Ich mag eigentlich Radhirschjährling. Und Radhirschkühe mag ich noch mehr. Oh oh. Da war doch gerade eine. Ich glaube da oben. Ich komme in Frieden. Scheiße, was ist das denn da gewesen gerade? Katz, was? Hier ist irgendein gefährliches Tier. Da ist es doch. Verkrüppelt der Yaogai. Gott sei Dank ist er schon verkrüppelt. Schnelle! Den kriegen wir! Aha! Ja, beruhig dich wieder. Oh, da ist noch eine. Er ist verwundet. Na klar. Ich habe so viel Gutes gefunden, dass du mir mal tragen helfen musst. Hey. Brauchen Sie etwas? Ja. Kronkorkenmine? Ach naja, behalte ich erstmal. Gehärtet Scharfschützengewehr. Behalte ich auch. Mit Leuchtvisier mächtig ist meine. Ja, weg damit erstmal. Jagdgewehr 6. Achso. War ja auch meins. Oh, ist denn hier schon wieder so schwer? Das kann doch nicht sein. 220? Das wiegt ja auch nicht so viel. Ich gebe ihm mal den ganzen Schrott. 209, 199. Naja, 171.
keine Ahnung, was hier immer so viel Gewicht verursacht, ey. Hilfsmittel. Ich gebe ihm mal alles, was ich nicht brauche, am besten. Ein Blutpaket? Wofür ist das denn überhaupt? So viel brauche ich sowieso nicht. Hirschfleisch kann er auch haben, die behalte ich, Steak, weg damit. Achso, jetzt kann er nicht mehr tragen. Naja gut, 138 oder so, das hatte ich noch frei. Rock Norris Park. Steht unten einer am Fenster? Nee, ne? Ach, der ist schon wieder. Man könnte mal denken, da ist eine Bombe drin. Captain Cosmos. War der nicht irgendwie aus Fallout 3 oder New Vegas? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Halt, Koffer. Hast du irgendwas gefunden, Kotz? Hey. Was? Hey, Cotsworth. Oh, danke. Was meinst du? Fragt der eine Bindfaden den anderen? Wie sieht mein Helm wie aus? Wie geht's, Harry? Scheiße, der hängt wieder an der Nadel. Was meinst du? Wie sieht ein Helm aus? Ich habe mein altes Innenleben durchgecheckt, Sir. Ständig auf diesem Leistungsniveau zu bleiben, ist keine Selbstverständlichkeit. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar, wirklich. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Mir ist klar, dass die letzten 200 Jahre für Sie im Fluge vergangen sind, Sir. Aber ich würde sagen, unser Verhältnis hat nicht darunter gelitten. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Ja, ich hoffe, wir können unser Verhältnis auch noch vertiefen. An all die Erinnerungen zu denken, die sie hier hätten haben können. Ja. Wird immer anders, als man denkt. Voll verstrahlter Spielplatz. Muss er mal so einen Red Away nehmen. Immer noch auf der Suche nach Diamond City. Verdammt, ich habe noch die Munition verschwendet. Vielleicht darf ich mir noch eine Machete besorgen oder sowas. Weiter geht's. Ja, ich komme. Da brennt Licht. Ich hoffe, die haben die Schüsse nicht gehört. Eisenbahn. Also Schienen. Da brennt ein Feuer. Mehrere, zwei. Gefahr. Gefahr.
Will Robinson. Gefahr. Von der Ratthirschkuh? Da ist etwas im Busch, Sir. Entdeckt! Schleif mich mal hier an. Hier sind sicherlich wieder Raiders. Was machst du denn da? Du versteckst dich hier irgendwo. Sei nicht so laut, sonst hören die uns noch. Ich will mich doch hier nur kurz umgucken. Wir haben offenbar entschieden, dass wir der Mühe nicht wert sind. Kind des Atoms. Was war das denn nochmal? Huch. Scheint wohl überfallen. Gerade erst vor kurzem. Sir, versprechen Sie mir ein würdigeres Ende. Ich will nicht an einem Ort wie diesem hier. Keine Sorge. Bist du nicht. Hier noch welche sind? Was ist denn da? Orte feindliche Lebensformen. Ja, die habe ich schon. Oh, danke, danke. Soll mich das beantworten? Du bringst keinen Schmerz. Für eine bravouröse Vorstellung. Wurden die ganzen Bewohner hier gerade von diesen Maulwurfsratten getötet? Das ist ja ein richtig beschissener Tod. Sie wollen doch den Müll bestimmt nicht mitnehmen, oder? Den Müll werde ich näher noch essen. Zwanzig? Boah. Okay. Versuche ich trotzdem kurz ans Terminal zu kommen. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Red X. Ah ja, es gibt doch nichts Schöneres, als ich dachte, ein Fass voller Atommüll zu Bodensee. Hier bekomme ich so nicht auf. Kann mich hier ein bisschen hinlegen und schlafen. Ist zu gut geschützt. Okay. Konnte ich ja nicht wissen. Hast du noch was gefunden hier? Oh, Eichhörnchen am Stiel gab es bei denen zu essen. Hinterm Haus vielleicht. Außer Radioaktivität gibt es da nichts. Boah, hab ich erschrocken gerade. Boah. Falle, Vorsicht, Cosmos! Oh nein. Was hat die denn für eine Sprengkraft? Oh. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich nachts an ein Fass voll Atommüll zu kuscheln. Da laufe ich gerade echt noch in so eine beschissene Bombe rein, ey.
schlecht für uns. Kann ich mich da eigentlich ranschleichen, um die zu entschärfen? Ich weiß nicht. Geht sowas? Selbstgefertigter Stolperdraht entschärfen. Cool. Kann ich das Ding auch mitnehmen? Nein. Ja, ich weiß, ich hab Dings gekriegt. Level up. Zwei sogar? Hä, wie soll ich denn zwei? Auf alle Fälle möchte ich mal das Hacking nehmen. War doch hier, ne? Dann wissen wir moderne Computerverschlüsse und ermöglichen es dir fortgeschrittene Terminals zu hacken. Auf alle Fälle möchte ich das. Und Ausdauer, was war das nochmal? Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Das war Härte. Bleimagen. Ja, Lebensspende. Das wäre auch alles sehr toll. Aquaboy. Wasser ist dein Verbündeter. Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Adamantium-Skelett. Solarenergie. Ab in die Sonne. Zwischen 6 und 18 Uhr erhältst du plus 2 Stärke und Ausdauer. Okay, wie gesagt, auf alle Fälle möchte ich das Hacking haben. Du kannst Experten-Terminals hacken. Stufe 3 ist, du kannst Meister-Terminals hacken. Stufe 4. Im Hacken wird das Terminal nie gesperrt, wenn der Versuch misslingt. Mhm. Okay, einen habe ich noch. Wiederverwerte. Schon Wissenschaft, du erhältst Zugang zum Rang 2 Hightech-Mod. Wäre natürlich auch gut. Maschinen dienen Menschen. Gewehrschütze. Bleib tödlich, auch aus der Ferne. Angriffe mit nicht automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Streng dich an deine Nahkampfangriffe. Nein. Schütze dich vor Gefahren des Ödlers mit Zugang zu Standard und Rang 1 Mods für Rüstung. Das nehme ich auf alle Fälle nochmal mit. Für eine bessere Rüstung. So, das war's doch schon wieder.